kommen direkt zum Album, Barrikaden von Eden. Was wollt ihr mit Barrikaden von Eden allgemein ausdrücken? Unsere Seele. Ausquetschen sogar. Es ist natürlich, also der Andreas, der hier neben mir steht, der hat einen ganz tollen Begriff dafür oder entdeckt. Das finde ich gut, aber bitte lass es. Kannst gerne auf die Menschheit loslassen. Nein, du. Er meint, es ist ein Euphemismus für einen Gartenzaun. Das finde ich auch schon sehr gut. Also, weil irgendwie, ich persönlich finde auch, dass wir in Deutschland und Europa in weiten Teilen echt eigentlich wie im Paradies leben. Ja? Wir drehen den Wasserhahn aufs Wasser kommt heiß aus der Wand heraus und. Und von dem her denke ich, also die größten Barrikaden sind wir eigentlich selbst. Wir stehen uns meistens selbst im Weg. Und wenn wir das irgendwie in den Griff bekommen, dann ist das doch hier das Paradies. Ist doch schon der Garten Eden. Den Song Neustart. Ja, ist mein Favorit. Der Song ist auch vom Klimas und er hat wirklich einen auf Prince gemacht, getrommelt, ja, Bass gespielt, Keyboards gespielt, Gitarre gespielt und beim Singen haben sie ihn dann rausgenommen, oder? Nee, der ist schon auch gefeatured. Also der Track ist komplett vom Klimas produziert eigentlich, kann man sagen. Und was wollt ihr damit ausdrücken mit Neustart? Reset? Weil er sagt ja speziell das Wort Reset. Es ist so ein bisschen auch die Zeit zwischen den, wie soll ich sagen, zwischen dem, dass wir zusammenkommen für ein Album. Manche von uns haben sich, wenn wir nicht zusammenarbeiten wegen einem Album oder so, dann sieht man sich manchmal auch ein Jahr lang. Das ist quasi ein Comeback für uns. Also wir sehen uns sehr oft, aber jetzt andere, die zum Beispiel der Klimas, der lebt in Wien, den sieht man dann echt mal ein Jahr lang gar nicht. Und es ist natürlich vielschichtig gemeint. Es ist zum einen dieses Reset, so jetzt geht's wieder auf Tour, weil der Song ist entstanden so in dem, dass man so wusste, jetzt bald gehen wir auf Europa-Tour. Er behandelt die Band, das Leben der Band, uns als einzelne Personen in Deutschland, da gibt es auch ein paar Bezüge eben auf das, ja, es wurde neu gewählt in Deutschland, also es sind auch Sachen drin, die sind schon ein bisschen älter. Neu gewählt, Deutschland hat Nachwuchs bekommen sozusagen, die Regierung hat gewechselt, aber statt Veränderung haben wir eine Bratwurst bekommen. Aber nicht viel später fange ich dann eben an von unserem toten F.O. Hamann zu singen. Der Text handelt von einer sehr tragischen Sache für uns, weil eben unser Front of House Man nennt man das, also der Mann, der im Publikum steht und den Sound fürs Publikum mischt, der ist leider ums Leben gekommen bei uns und das war ein harter Schlag für uns, weil er auch ermordet worden ist eben. Und dann, das war das erste Mal, dass wir da eben drüber jetzt in einem Song singen und es sozusagen von der Seele singen. Kommt ihr dieses Jahr noch nach Saarbrücken? Ja, also einige Male, würde ich mal sagen. Aber wenn du jetzt meinst, nicht nur wegen kulinarischen Dingen, dann müssen wir noch mal ins Detail. So kulinarisch? Hier kann man doch gut essen. Gut essen im Saarland. Gut Weine trinken. Und seine eigene Küche. Genau. Ja, genau. Kennt ihr auch Leona? Ja, was, warum? Die heißt bei uns Leona und in Frankreich, wie heißt sie da? Mortadella. Ah, okay. Nee, keine Ahnung. Nennen wir die, weil die aus Lyon kommt? Oder? Also es wird ja glaube ich in der Mundart mit Y geschrieben, ja. Soweit ich das weiß, oder? Ja, L-Y-O-N-E-R. Ja, so wie Lyon, oder? Kann von Lyon kommen, doch. Ja. Wie jetzt die Geschichte des Lyons. Das kommt wahrscheinlich von diesem Wurstsalat, oder? Heißt der nicht Salat? Lyonne oder bei so. Bei uns heißt es Leona. 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 Gib mal die Leona. Und bei euch? Gib mal Leona. Bei uns ist das im Saarland ja eh von Ort zu Ort fast verschieden. Oh ja, absolut. Wir haben ja so viele Mundarten hier. Wir haben ja Saloya-Platt, wir haben das klassische Saarbrücker-Platt. Nee, absolut. Die alten Wallstädter, ich komme aus dem Vorort von Mannheim, und die Freudenheimer, das ist der Nachbarort, die haben mir früher auf den Kopf zugehört. Du bist ein Wallstädter, gell? Aus wegen kleinen Sachen. Ich geb das und ich geb sie da. Und dann haben die schon gewusst, dass der eine kommt von da und der andere kommt von da.